Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 15 hier auf der Foxhorn 2.1 von B-Face. Mein Name ist Skippinson, ihr seid auf meinem Kanal. Wir haben es schon in den Abendstunden, habe gerade den Sammelwagen abgekuppelt, werde mir jetzt den Düngestreuer schnappen, nachdem es jetzt eine Weile geleckt hat. Da haben wir auch den Düngestreuer. Ja, die Futtermischstation, die könnten wir auch mal lernen. Vielleicht schaffen wir das auch noch heute. Aber erstmal schicken wir den Kollegen hier etwas dünn. Lassen wir den Helfer loslegen und der macht das schon. So, da will ich aber auch nicht hin. Da will ich hin. Ja, genau. Noch einmal. So, nämlich während der Kollege da düngt, werden wir etwas Geld verdienen. Wie immer fahre ich ja zwei Hänger eines Produktes pro Tag ab. Es sei denn, meine Kassen sind voll genug. Dann kann es auch passieren, dass ich mal gar keinen Hänger abfahre. So, ich gehe mal in die Außenansicht, dann sehe ich das besser. Drücken wir mal auf. Drücken auf R. Nein, immer noch nicht. Jetzt auf R. Aber kein Weizen, sondern Gerste. Auch schon mal aufmachen. Vor und auch hier Gerste. Dann können wir schon mal gucken, wo wir die Gerste verkaufen. Beim Getreidespeicher. Ich habe es mir fast gedacht. Dann mal auf zum Getreidespeicher. Ja, man merkt schon, dass da zwei Hänger hinten dranhängen. Und richtig merken werden wir es gleich an diesem Berg. So. Ja, 29, da. Ja. Kann man da aussteigen und schieben? Ich kann nicht, ich muss lenken. Ach, hier ist ja auch eine Einfahrt, ich hab's vergessen. Naja, fahren wir ein bisschen Kurven. So,
hier müsste der erste Hänger sein. Und da kommt Geld in die Kasse. Nicht der andere. Und da haben wir den anderen. Mehr als 60.000 gemacht, da kann der Bau doch beruhigt schlafen gehen. Ich mache dich schon mal fertig, wir werden auch etwas Mischfutter abtanken. So, Moment mal. Aber bevor ich jetzt Mischfutter abtanke, will ich mal kurz zu dem hier, weil der steht nämlich hier doof rum. Das soll er nicht. Ich glaube zwar fertig zu sein, ist er aber nicht, oder? Nö. Mein Freund, du musst noch hier ran. So, hier müssen wir mal kurz das Rohr umdrehen. Dann war's los. Können wir den runterfahren und schön das Mischfutter sammeln. Abgedeckt hinten, das wird man das sein. Einen Moment, ich muss mal in die Außenkamera. Warum kommt da nichts? Ach, ich muss das ja glaube ich hier rüber steuern, ne? Nee, abkippen will ich nicht. Hä? Ah! Ja, irgendwie ist der Trigger hier ganz seltsam verbaut. Weil wir können auch Mischfutter auf Vorrat herstellen, weil wir haben nämlich Lagerplatz dafür. Und der befindet sich... Ich glaube hier, ne? Genau.
dann könnt ihr zum nächsten Feld fahren. Was er hier gerade macht. Ah, er macht seinen Job. Fertig. Verschenkt natürlich wieder jede Menge Dünger. Na egal, wir haben es ja. Station ist also auch leer. Gut. Auffüllen werden wir die mal in einer anderen Folge mal wieder. Aber wir haben jetzt erstmal eine Station
auf Lager liegen. So, dann kann der Kollege auch auf den Parkplatz fahren. Bei dem Case vergessen. Bei dem Cars habe ich es vergessen. So, Karre aus. Einmal kurz hier einsteigen. Licht aus. Schauen wir den Kollegen noch bei der Arbeit zu. Denke mir gerade so, ich hätte den Trecker doch gar nicht waschen brauchen, weil es ist schon wieder dreckig. Ich glaube, das letzte Mal alleine fahren, aber nein. Ich schaue einfach mal dabei zu. Und ihr könnt das auch tun. Ich weiß nicht gerade, ob er den Streifen noch nebenan auch noch mitmacht oder ob er das lässt. Da hat die Seemaschine auch nicht gearbeitet, sehe ich gerade. Vielleicht werden wir es genauer sehen. Ja, dieser helle Streifen. Da kommt wohl der Helfer im Keller. Also das geht ja mal gar nicht. Aber ich auch, weil ich hab's ja nicht gesehen. Obwohl, ich seh's ja jetzt. Mann, Mann, Mann. Ja, schön hier so am Abend. Wie gesagt, bei privaten Spielständen habe ich meistens immer so mittags spätestens alles fertig gehabt und habe das eigentlich nie mitbekommen. Mit der Dunkelheit. Aber hat auch was. So wie ich glaube, werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge sogar in der Nacht vielleicht erst ernten. Weil ich lasse mir die Zeit so lange vorlaufen, bis praktisch die Früchte alle fertig sind. Dann speichere ich einmal und dann beginne ich auch schon die Aufnahmesession. Mein Timer will mir auch gerade sagen, die Aufnahmesession ist längstens vorbei. Er wollte mir sagen 15 Minuten, ich sage, es waren locker 25. Ob es aber 25 gewesen sind, werde ich erst erfahren, wie diese Aufnahme beende. Aber vorher werde ich noch die Seemaschine, die hinten dran hängt, betanken und abstellen und dann werde ich die Aufnahme beenden. Tanken wäre auch mal nicht schlecht, aber was soll's. In der nächsten Folge oder übernächsten. Spätestens dann, wenn die Karren nicht mehr weiterfahren. Nee, ich will keinen Kalk. Sondern das. Dann will ich das. Was da reinkippt. Sehr schön. Ich brauche ich nicht mehr. Das Rohr muss ich noch einfahren gleich. Also, das
die andere Seite, dass man nicht aus Versehen was abtankt. Ran. Ah, jetzt geht's. So, jetzt kriege ich das Rohr auf die andere Seite. So kann ich nicht aus Versehen etwas beladen, was ich gar nicht beladen will. Ah, da muss aber drinnen sein, weil er produziert ja. Oder nicht? Einmal schauen. Ah, 1% ist drinnen. Okay, das ist nicht viel. Ja, dann fahre ich mit dem Dreckspatz nochmal schnell auf den Waschplatz. Werde dann gleich nochmal im Offscreen die Schmutzlaube hier sauber machen. Motor aus, einmal aussteigen und mal gucken. Für die paar Meter ganz schön versifft. So, aber mit diesem versifften Trecker bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaut in der nächsten Folge wieder rein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Hat es euch noch mehr gefallen, lasst mir ein Abo da. In diesem Sinne haue ich mich in die Rinne. Bis denne und tschüss.